Was vom Monat bleibt, Bärlauchpesto. Bereiten Sie ein Bärlauchpesto zu. Der frische, leicht knoblauchartige Geschmack, das leuchtende Grün, beides erinnert an diesen Monat. Und obendrein ist ein solches Pesto locker und gesund. Verdauungsfördernd, entschlackend und herzstärkend. Sie brauchen 100 Gramm frischen Bärlauch, 100 Gramm Olivenöl, 70 Gramm geriebenen Parmesankäse, 30 Gramm Pinienkerne, eine Prise Salz und 50 Milliliter Wasser. Die Pinienkerne werden in einer Pfanne ohne Öl leicht geröstet. Dann lässt man sie abkühlen. Den Bärlauch mit dem Öl und Wasser im Mixer pürieren, Parmesan und Pinienkerne hinzugeben, nochmals pürieren und mit Salz abschmecken. Das Pesto in ein dunkles Glas geben und mit etwas Olivenöl abdecken. Entschraubt hält es sich wochenlang im Kühlschrank. Schmeckt herrlich an Salatsoßen, zu Pastagerichten oder ganz früh einfach als Brotaufstrich. Das Ei. Es fiel einmal ein Kuckucksei vom Baum herab und ging entzwei. Im Ei, da war ein Krokodil. Im ersten Tag war's im April. Joachim Rischelplatz. Die Tierwelt. So ziemlich alles, was Beine, Flügel oder Flossen hat, ist jetzt aufgewacht oder kommt zurück aus den fernen Winterquartieren. Bereit, sich zu vermehren. Paarungsrituale finden statt, Nester werden gebaut, Zitronenfalter, die in Kältestarre überwintert haben, bügeln ihre Flügel an lauschigen Plätzen und fliegen davon. Die ersten Marienkäfer zeigen sich. Sie müssen vorsichtig sein, denn wenn sie sich zu früh rauswagen, können sie erfrieren. Im April kehren die Schwalben zurück. Zuerst die Rauchschwalbe, dann die Mehlschwalbe. Ende April ist auch die Turteltaube wieder da. Tauben gelten als Glücksbringer, Friedenssymbol und als Symbol des Heiligen Geistes. In der Antike hat man sie mit genau der Göttin in Verbindung gebracht, der der April gewidmet war, Aphrodite. Sie war die Göttin der Taube. Die Turteltaube erkennt man an ihrer zartrosa gefärbten Brust und dem kleinen schwarz-weiß geprägten Abzeichen am Hals, das einem Wappen gleicht. Sie ist die kleinste Wildtaube Europas. Die Pärchen sitzen oft stundenlang zusammen, schnäbeln, gurren und widmen sich der gegenseitigen Gefiederpflege. Kurz, sie turteln. Dass sie sich ein Leben lang treu sind, ist allerdings Legende. Die Turteltaube paart sich für jede Brutzeit neu. Sie zieht sozusagen das Modell des Lebensabschnittsgefährten der Ehe vor. Vielleicht kann sie deshalb jedes Frühjahr aufs Neue so ausgiebig turteln. Wer Glück hat, kann im April die Rückkehr der Kraniche beobachten. Ein beeindruckender Formationsflug. Vor allem aber lässt sich der Kuckuck wieder vernehmen. Er ist das Wappentier des Frühlings. Der Kuckuck, der in Afrika überwintert hat, ruft erst wieder, wenn er sich verstecken kann. Das heißt, wenn die Bäume wieder grün werden. Es gibt weltweit 128 Arten dieses scheuen Vogels. Kuckucke sind Brutschmarotzer. Sie lassen ihre Brut von anderen Vögeln aufziehen. Damit das gelingt, gehen sie äußerst clever vor. Das Weibchen ist überhaupt erst paarungsbereit, wenn es andere Vogelarten beim Nestbau sieht. Außerdem ist es imstande, 19 verschiedene Eivarianten hervorzubringen, die denen anderer Vogelarten gleichen. Schließlich wird das Ei den ahnungslosen Eltern namens Rotkehlchen, Braunelle oder Grasmücke einfach untergeschoben. Der kleine Kuckuck weiß genau, was er ist. Ein Kuckucksei eben. Darum schweigt er, wenn er die Schale aufpickt, um am fremdlichsten nicht erkannt zu werden. Ist er erst ausgeschlüpft, wirft er seine Stiefgeschwister eines nach dem anderen aus dem Nest. Und bloß ist nur noch ein kleiner Kuckuck da und lässt sich von Mama Zaunkönig oder Grasmücke füttern, die sich darüber wundert, dass ihr Kind derart aus der Form geraten ist. Dieses von Menschen in leicht abgewandelter Form immer wieder nachgestellte Szenario geht manchmal übrigens nicht auf.
Das Kuckucksei wird enttarnt und rausgeschmissen. Und dann natürlich der Hase. Er kann jetzt mit dem Igel um die Wette laufen, denn dieser ist wieder erwacht und auf guter Suche. Das Hochzeitstreiben der Hasen ist beeindruckend. Auf Rammelplätzen vollführen sie stundenlang Hetzjagden und Luftsprünge. Sie schlagen Haken, überspringen einander, stellen sich auf die Hinterbeine und das, um den Damen zu imponieren. Die Hauptpaarungszeit ist April und Mai. Die ersten Jungen gibt es allerdings schon im März, weshalb man jetzt die kleinen Hasen auf den Äckern sieht. Im Gegensatz zu den Kaninchen, die in Bauten unter der Erde leben, überwintern Hasen einfach im Freien. Hasen und Kaninchen unterscheiden sich in ihrer Symbolik nicht. Sie stehen für Fruchtbarkeit und langes Leben. Bei uns, wie auch in Japan und China, symbolisiert der Hase Wachsamkeit. Genau die Art von Aufmerksamkeit, die man braucht, um seinen immer wieder hakenschlagenden Geist zu tun. Dem Künstler Joseph Beuys war der Hase Wappentier. In der christlichen Symbolik verkörpert er bergauflaufende Hase die Auferstehung und drei im Kreis laufende Hasen stellen die Dreifaltigkeit dar. So vielschichtig und tief kann sich Natur individuell verankern. Der Aprilmensch. So viel Licht, Farbe, Bewegung und Aufbruch in der Natur. Ein Wunder, dass das auch uns Menschen ansteckt. Und insbesondere die Aprilgeborenen, sie spiegeln den Charakter des Monats aufs Trefflichste. Sie strotzen vor Vitalität und Kraft. Sie wollen raus in die Welt, um Neues zu erobern. Sie sind bereit zu lernen und zu wachsen. Aprilmenschen sind Pioniere, Abenteurer, Entdecker, Idealisten, die Gutes tun wollen. Auf alles, was kommt, lassen sie sich ein. Jede Herausforderung wird angenommen. Je unbekannter sie ist, desto reizvoller, desto besser. Werden sie mal hart hergenommen, dann richten sie sich in Windeseile wieder auf und streben ihrem Ziel umso eindeutiger, umso heftiger entgegen. Aprilmenschen zögern nicht, sie handeln. In der Regel sind sie auch noch wahre Organisationstalente. Schnell können sie sich Übersicht verschaffen und ihre ganze Energie zielgerichtet einsetzen. Dabei zeichnen sie vorrangig zwei Eigenschaften aus. Die eine ist, ich will, die andere, ich habe. Und was der Aprilmensch will, das erreicht er irgendwann auch. Denn was er hat, das sind genau die richtigen Voraussetzungen. Wer im April geboren ist, der erlebt die Kraft der Eindeutigkeit. Im Jahreslauf gibt es jetzt kein Zögern mehr. Das, was angelegt ist, wird nun wachsen und emporstreben. Und weil es genug geruht hat, hat es auch die Kraft dazu. Die Kombination aus Wollen und Haben macht den Aprilmenschen tatsächlich zu einem sehr starken Charakter. Ein positiver, berechtigter Stolz ist ihm zu eigen. Doch wie bei dem Monat selbst führt das auch zu großer Eigenwilligkeit, manchmal auch zu Exaltiertheit. Für Menschen kann sein ständiges Fordern anstrengend sein. Nicht selten sind Aprilgeborene Einzelgänger. Was sie lieben, ist der Wettstreit. Das Ergebnis ist ihnen dabei nicht so wichtig. Was zählt, ist die Auseinandersetzung. Sie wollen ihre Kräfte messen. Ihnen ist alles lieb, was der Monat erfordert. Bewegung, Wachstum, Wendigkeit. Dabei richtet sich ihr Eifer keineswegs nur auf äußere materielle Dinge. Unter den Aprilgeborenen gibt es viele Wissenschaftler und Sinnsucher. Aprilmenschen erforschen auch gerne geistige Welten. Jedoch nicht, um sich dort zu verlieren, sondern um Entdeckungen zu machen, die man mitbringen und umsetzen kann. Sie sind aktiv, sie wollen sich einmischen, auf welchen Gebieten auch immer. Aber wehe, es passt ihnen etwas nicht. Dann gibt es ein Gewitter. Die negative Seite ihrer ganzen Kraft ist Wut, Jähzorn und ein ausgeprägter Egoismus. Aprilgeborene sind nicht gerade teamfähig. Sie kämpfen lieber allein. Und manchmal sind sie eben auch störrisch, unbelehrbar und etwas zu tollkühn. Dann wollen sie Eisbrecher sein und richten dabei ihre ganze Kraft in Wahrheit gegen sich selbst. Bei den im letzten Drittel des April geborenen legt sich der Tatendrang.
Sie haben ebenfalls sehr viel Energie. Es ist aber eher eine gesetzte Kraft. Auch in der Natur ist die Sache Ende April entschieden. Alles ist jetzt fest verwurzelt und wächst. Nun rückt das Bewahrende und Schützende in den Vordergrund. Die Ende April Geborenen können sich leichter dem Genuss zuwenden. Sie sind gelassene und ausgesprochene Familienmenschen. Insgesamt gilt, der April-Mensch braucht Input, Information und Kommunikation. Er will und muss nicht nur wachsen, er muss auch an etwas wachsen. Wenn er außerdem seine Erkenntnisse umsetzen kann, dann geht die Sonne auf, für ihn selbst und auch für seine Umgebung. Worauf er Acht geben sollte. Empfindlich ist beim Aprilmenschen der gesamte Kopfbereich. Nackenverspannungen, Kopfschmerzen bis hin zu echten tagelang andauernden Migräne können ihn quälen. Aber auch der gesamte Hals- und Rachenbereich sowie Zähne, Kiefer und Ohren sind für Krankheiten anfällig. Aprilgeborene müssen die Balance finden. Einerseits sollen sie ihre Energie ausleben, sich andererseits aber auch ausreichend Ruhe gönnen. Da sie sehr viel Energie haben, ist es für sie nicht ganz leicht, sich richtig auszupendeln. Manchmal sollten sie einfach lernen, nachzugeben und ein wenig Geduld zu üben. Man muss nicht immer mit dem Kopf durch die Wand, wenn es mal nicht weitergeht. Manchmal ist es gut zu warten, bis sich die Türen von alleine öffnen. Alles, was gut tut. Den April muss man beim Wort nehmen. Er macht, was er will, und wir dürfen das auch tun. Vorausgesetzt, wir kommen den wichtigsten Verpflichtungen nach. Allerdings ist mit dem Wollen nicht purer Egoismus gemeint. Im April geht es darum, herauszufinden, was wir uns wünschen und was uns wirklich antreibt. Bereiche zu entdecken, in denen wir wachsen wollen, das zu finden, wonach wir streben. Mut und Spontanität fordert dieser Monat, nicht aber oberflächliche, schnelle Bedürfnisbefriedigung. Dafür gibt es andere Zeiten im Jahr. Der April will, dass wir zu Abenteurern werden und Neuland erobern. Probieren Sie sich aus. Wollten Sie nicht schon immer an diesem Tauchkurs teilnehmen oder an den Tai-Chi-Übungen im Park? War nicht Finnisch, das Sie lernen wollten, oder Kalligrafie? Schenken Sie fremden Menschen mehr Aufmerksamkeit. Erweitern Sie Ihren Bekanntenkreis. Beginnen Sie mit einer neuen Sportart. Warum nicht Stepptanzen? Oder laufen Sie Ihre Joggingrunde einmal anders herum. Manchmal sind die einfachen Dinge, die einem neue Perspektiven eröffnen. Und schon kriegt alles einen ganz anderen Dreh. Färben Sie sich die Haare oder ziehen sich einmal in einem ganz anderen Stil an. Sie werden über die Reaktionen Ihrer Umgebung erstaunt sein. Tun Sie endlich einmal das, was Sie schon immer tun wollten. Fassen Sie sich ein Herz, Ihr Herz, der Einsatz lohnt sich. Stellen Sie sich in den Wind, nur so können Sie spüren, dass er Sie trägt. Gehen Sie bei jedem Wetter hinaus an die Luft. In der Zeit des anbrechenden Frühlings eignen sich alle sanften Sportarten. Walken, langsames Joggen, Gymnastik, auch Schwimmen und selbstverständlich spazieren gehen und wandern. Sich mit Blumen verwöhnen, die ersten Sonnenstrahlen genießen, die Straßencafé-Saison eröffnen oder auch Altes ausmisten und neue Kleidung kaufen. Im Frühling sollte man sich wieder öffnen, sich Zeit nehmen für Kontakte, Freunde besuchen, gemeinsam kochen. Die Gesundheit dankt es Ihnen. Wenn Sie nicht zu mächtig essen, so beugen Sie der Frühjahrsmüdigkeit vor. Immer mehr Menschen fasten wieder, wobei der Verzicht auf Alkohol und Süßigkeiten am meisten verbreitet und sicher gesund ist. Ob Ihnen der totale Verzicht auf feste Kost bekommt, müssen Sie ausprobieren. Bewusstes Fasten hat über Jahrhunderte hinweg eher spirituellen Zwecken gedient als der Traumfigur. Was im Frühjahr immer und jeden nutzt, ist das Entschlacken. Tees tun das ihre, sehr gut eignet sich ein Aufguss aus Brennnesselblättern. Zwei gehäufte Esslöffel in einem Viertelliter Wasser 5 Minuten kochen lassen, abseihen. Trinken Sie 2 bis 3 Tassen über den Tag verteilt, das entwässert, entsäuert und kräftigt. Die Weisheit des fernen Ostens. In China
ist der April der Monat des Drachens. Den ganzen Winter über hat der Drache in der Erde geruht, nun steigt er zum Himmel auf. Er lässt es blitzen und donnern und schickt ergiebigen Regen. Viele chinesische Bauern warten auch heute noch diesen ersten Regen im April ab, bevor sie pflanzen. Wie in der Natur, so geht es auch den Menschen. Die Energie ist aufsteigend, sie wird dem männlichen Prinzip zugeordnet, dem Yang. Wenn die Energie nicht aufsteigen, nicht fließen kann, dann kommt es zu Blockaden mit ihren typischen Folgeerscheinungen. Im Frühjahr sind das die Verspannung, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Neben- und Stirnhöhlenentzündungen, schlechte Laune, aber auch Hautunreinheiten, Körperübungen, die dagegen helfen, imitieren zumeist ganz einfach das dem Monat zugeordnete Prinzip. Im Monat des Drachen übt man den Drachen. Diesen Zusammenhang zu kennen ist hilfreich für das Praktizieren der Tai Chi und Pyong-Übungen. Sie sehen zwar recht anmutig aus, sind aber doch schwierig auszuüben. Versteht man, worum es geht, kann man sie viel leichter nachahmen. Bei der Drachenübung stellen Sie sich einfach vor, Sie seien ein sitzender Drache, der sich mit seinem langen Oberkörper, dem langen Hals, dem wendigen Kopf eines Reptils in allen Richtungen dreht und Ausschau hält. Sie sitzen am Boden im Schneidersitz oder auf einem Hocker und lassen den Oberkörper ganz langsam kreisen, dreimal rechts herum, dreimal links rum. Dann neigen Sie ihn zur Seite, dreimal zur rechten, dreimal zur linken. Wiederholen Sie die Übung, so oft Sie mögen, aber vorsichtig. Versuchen Sie, jeden Wirbel zu spüren. Das lässt sich auch wunderbar am Arbeitsplatz machen. Nicht nur die Muskulatur wird gelockert, auch die Leberenergie wird freigesetzt. In der chinesischen Medizin ist die dafür verantwortlich, dass alles in Fluss kommt. Sie verbindet alles mit allem und genau darauf kommt es im Frühling an. Versuchen Sie beim Üben das Wesen des Drachen zu spüren. Er kann Feuer speien. Sie können das auch, wenn Sie wollen. Aber Sie tun das nicht oder nur dann, wenn es unbedingt erforderlich ist. Sie sind stark und das heißt, Sie sind Meister Ihrer Kraft. Sie ruhen in ihr. Genau die richtige Art, mit der April-Energie umzugehen. 5 Seiten. Im Frühjahr gilt es, den Körper zu erwecken. Wir müssen wieder gelenkig werden, der Kreislauf muss in Schwung gebracht und die Haut durchblutet werden. Das beste Mittel sind Massagen, am besten sogar eine Ganzkörpermassage. Wenn irgend möglich, gönnen Sie sich eine, und zwar jetzt im April. Es ist genau die richtige Zeit dafür. Was nutzen tolle Cremes, wenn Sehnen, Muskeln und Haut noch im winterlichen Tiefschlaf stecken? Die Haut ist kein Kleid, das man sich überstreift. Die Haut ist ein Sinnesorgan, ein Abgebendes, das zeigt, was unter der Haut los ist, und ein Aufnehmendes, das aus Licht auf Licht, Luft, Wasser, aber auch Stimmungen reagiert. Deshalb wird die Haut von innen her angeregt, zunächst beim Wechselduschen, ähnlich dem Aprilwetter, das auf gleiche Weise die Erde weckt. Dafür benötigen Sie allein Ihr Bad. Man duscht von unten nach oben, immer in Herzrichtung, beginnt am äußeren Ende des Kreislaufs, am rechten Fuß, also die Beine rauf bis zum Bauch, dann die Arme bis zur Brust, danach Bauch und Rücken und vor allem auch den Kopf. Erst mit warmem Wasser und dann langsam mit kaltem. Sie können diese Duschen beliebig oft wiederholen. Wechselduschen wirken auch bei Kopfschmerzen. Wichtig ist, dass Sie mit kaltem Wasser aufhören. Der ganze Körper wird angeregt, die Haut langfristig gestrafft. In die noch nasse Haut massiert man Körperöl. Und da im eigenen Bad in der Regel kein Masseur herumsteht, benutzt man dafür eine Bürste. Wie beim Duschen der Reihe nach vorgehen. Sanft und ohne viel Druck. Sonst werden die zarten Kapillargefäße verletzt. Zum krönenden Abschluss gönnen Sie sich eine Gesichtsmassage, wobei Sie besonders die Stirn berücksichtigen. Man trägt reichlich Creme auf und streicht mit Zeige und Mittelfinger von der Nasenwurzel senkrecht hoch
am Haaransatz entlang zu den Schläfen, etwas nachdrücken und von neuem beginnen. Das wirkt der Faltenbildung entgegen und lindert außerdem Kopfschmerzen. Zur Pflege der Haare gibt es im April die Schlüsselblumenkur. 20 Gramm getrocknete Schlüsselblumen aus der Apotheke werden mit einem halben Liter kochendem Wasser übergossen, 20 Minuten ziehen lassen, abseihen. Ihr Esslöffel dieses Tees mit 2 Eigelb verrühren, in Haar- und Kopfhaut einmassieren, eine halbe Stunde wirken lassen. Das kräftigt und verschafft dem Haar Glanz. Derart verschönt und gepflegt können Sie jeden Apriltag gelassen begegnen. Er kann nur gut werden. Feste und Brauchtum. 1. April, Tag der Narren. Und keiner weiß genau warum. Aber Übermut war auf jeden Fall dabei, als dieser Brauch entstand. Und nicht nur bei uns wird er begangen, auch in Frankreich, England, den USA und sogar in Indien. Die Redewendung, jemanden in den April schicken, tauchte erstmals in Bayern auf, im Jahre 1618. Man vermutet, dass der Brauch in Frankreich entstanden ist, als Karl IX. Im Jahr 1594 mit einer Kalenderreform anordnete, das neue Jahr nicht länger mit dem April, sondern mit dem Januar beginnen zu lassen. Wer das nicht mitkriegt oder vergessen hatte und zum 1. April dann ein frohes neues Jahr wünschte, den nannte man einen Aprilnarren. Aprilscherze wurden früher nur von Mitternacht bis 12 Uhr mittags gemacht und das oft sehr rüde. Bevorzugt schickte man die Kinder in den April. Sie sollten Ibidum in der Apotheke kaufen oder Haumi-Blausamen beim Krämer. Auch Zeitungen beteiligten sich immer wieder gern mit gut lancierten Falschmeldungen, zum Beispiel über den öffentlichen Verkauf von Parkplätzen oder die Errichtung eines Reibekuchenmuseums. 23. April, Tag des heiligen Georg oder Georgitag. Der heilige Georg war im 3. Jahrhundert ein hochgestellter Kriegsmann. Er kam aus Kappadokien in der heutigen Türkei. Anfang des 4. Jahrhunderts starb er den Märtyrertod. St. Georg gehörte den 14 Nothelfern. Er ist in Griechenland Erzpatron. Sehr verehrt wird er auch auf Zypern und in Georgien, dem Land, dem er seinen Namen gab. Seit 1222 ist er Schutzpatron Englands. Das Georgskreuz, rot auf weiß, ist heute noch Teil der britischen Flagge und der Flagge von Malta. Dargestellt wird St. Georg meist zu Pferd als Drachentöter, da er der Legende nach hoch zu Ross einen menschenfressenden Drachen getötet hat. So wurde er zum Schutzheiligen der Reiter und Soldaten, aber auch der Bauern und Bergleute. Noch heute finden Umritte an St. Georg statt und damit verbundene Segnungen von Pferden und Höfen. Früher hatten die unverheirateten Knechte und Mägde an diesem Tag einen ihrer 3 Freinächte. Die anderen beiden waren am Weißen Sonntag und am 1. Mai. Diese knapp gehaltene Freizeit galt speziell der Brautschau. Wer keine Liebste oder keinen Verehrer fand, der musste wieder ein Jahr warten. 25. April, Tag des heiligen Markus. Der heilige Markus ist Evangelist und Schutzpatron Venedigs. Dort in der Markuskirche liegen seine Reliquien begraben. Auch Markus starb den Märtyrertod. Er gilt als Patron der Maurer und Notare. In Venedig liest man an seinem Gedenktag Markus Brot und das uns bekannte Marzipan. 30. April, Walpurgisnacht. Die Walpurgisnacht ist heute verbunden mit dem Tanz im Mai. Und beides gehört auch zusammen. Denn während man in den Häusern den Kindern von den Hexen erzählte, die sich in dieser Nacht auf dem Blocksberg, dem Brocken im Harz versammeln, um mit dem Teufel zu tanzen, konnten die heiratsfähigen jungen Männer die Maien vorm Fenster ihrer Angebeteten aufstellen. Der Gedenktag der Walpurga wird heute am 25. Februar
ihrem Todestag gefeiert und nicht mehr wie früher am 1. Mai. Walpurga wurde 710 in England geboren. Sie war Äbtissin des Klosters Heidenheim in Franken und Patronin der Bauern und Hausfrauen. Ihre heilige Kräfte sollten vor Augenleiden, Husten, Tollwut und Zauberei schützen. Wahrscheinlich gab sie deshalb dieser Nacht den Namen. Gefeiert wird, indem man Krach schlägt, Maifeuer anzündet und Strohhexen verbrennt. Das vertreibt die bösen Geister und lockt die guten Wachstumgeister an. Ostern. Ostern ist ein bewegliches Fest. Es fällt immer auf den ersten Sonntag nach Frühlingsvollmond. Frühestens kann das der 22. März sein, spätestens der 25. April. Die orthodoxe Kirche rechnet zumeist nach dem julianischen Kalender. Deshalb feiert man Ostern laut später. Meistens ereignet sich das Osterfest im April. Beim Sonntag, der Sonntag vor Ostern. Schon aus dem 4. Jahrhundert sind von Jerusalem Pilgern Umzüge mit Palmweihen überliefert. Palmprozessionen finden heute in der und um die Kirche herum statt und sind wunderschön anzuschauen. Auch ist es Brauch, an diesem Tag die Zweige für den Osterstrauß zu schneiden. Eine Woche darauf blüht er dann. Karwoche. Sie beginnt am Palmsonntag und endet mit den drei Leidenstagen Christi. Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag. Das Wort leitet sich vom althochdeutschen Kara ab, was Kummer heißt. Das englische Care enthält denselben Wortstamm. Es finden Passionsspiele in dieser Zeit statt, die 40-tägige Fastenzeit, die am Aschermittwoch begonnen hat, dauert bis Karsamstag. Gründonnerstag. An diesem Tag wurden die Sünder wieder in die Kirche aufgenommen. Die Farbe grün bedeutet sündenfrei, wieder rein zu sein. Es ist Sitte, Grünes zu essen an diesem Tag. Die grüne Soße oder Kerbelsuppe. Karfreitag. Der Todestag Christi ist in der protestantischen Kirche der höchste Feiertag. Er wird in Stille begangen. Es soll weder getanzt noch gelärmt, noch ein Tier getötet werden. Karsamstag. Er gilt im Gedenken der Grabesruhe Christi. Weit verbreitet sind die Osterfeuer in der Nacht zum Ostersonntag. Es lohnt sich, über Land zu fahren und dem Ereignis beizuwohnen. Die Osterkerze wird an diesem Feuer entzündet. Sie brennt in der gesamten österlichen Freudezeit, das heißt bis Himmelfahrt. An der Osterkerze werden die Taufkerzen entzündet. Das Osterfest ist eng verbunden mit der jüdischen Tradition des Pesach- oder Passafestes, an dem des Auszugs des Israeliten aus Ägypten gedacht wird. Das Wort Ostern stammt nicht von einer germanischen Göttin namens Ostere. Die Dame ist eine Erfindung. Vielmehr leitet sich das Wort vom germanischen Auser, Schöpfen, Niesen, ab. Es war das Fest, an dem die Taufe stattfand. Ostern, das Fest der Auferstehung Christi, ist ein fröhliches Fest und mit den verschiedenen Bräuchen kann man ein eigenes Buch füllen. Das Osterlamm, Ostereier, Osterkränze und Osterbrote, Osterzweige und das Läuten der Osterglocken. Mit allem wird die Auferstehung gefeiert, auch die der Natur und des Menschen. Heutzutage ist es üblich, besonders den Kindern etwas zu schenken. Man genießt die Osterferien und den Osterspaziergang. Im Gegensatz zu Weihnachten hat man von einer Osterdepression noch nicht gehört. Was den Osterhasen angeht, so haben wir seine Karriere eindeutig der Schokoladenindustrie zu verdanken. Sein Aufstieg begann erst im 19. Jahrhundert, als genügend Kakao und Zucker zur Verfügung standen. Der Osterhase hat dem Weihnachtsmann, zumindest was den Verzehr betrifft, längst den Raum abgelaufen. Weißer Sonntag. Auch dieser Sonntag nach Ostern fällt meistens in den April. Oft wird an diesem Tag die Erstkommunion oder die Konfirmation gefeiert.